Meine Damen und Herren, heute feiert das Fernsehen seinen 50. Geburtstag. Sie haben richtig gehört. Erst 50 Jahre jung ist dieses Medium, das wie kein anderes unseren Alltag verwandelt hat. Am 22. März 1935 wurde in Berlin der erste öffentliche Fernsehprogrammdienst, wie man das damals nannte, aufgenommen. Sehen Sie zu diesem Anlass einen Beitrag des Westdeutschen Rundfunks. Durch die Sendung führt Jean Pütz. Sie, das ist doch ein Trick. Die kleine Dame sitzt doch in den Kassen drin, nicht? Nein, das ist kein Trick. Die Sprecherin sitzt im Fernsehlaboratorium der Reichspost in Witzleben. Sie können sich übrigens selbst davon überzeugen. Ich werde die Dame gleich mal anrufen. So, fein. Ihr Fernsehlaboratorium Witzleben. Ihr Fernsehstelle Nord. Ach, da will wohl wieder jemand nicht glauben, dass die Fernsehübertragung echt ist. Richtig. Erzählen Sie uns doch bitte einfach über den Sender, welche Möglichkeiten das Fernsehen bietet. Dann werden schnell alle Zweifel zerstreut sein. Sehr gern. Fangen wir also mit der unmittelbaren Übertragung an. Ich sitze hier in der Abtastzelle des Fernsehlaboratoriums. Jeder Gegenstand, jede Person in dieser Zelle kann Ihnen als lebendes Bild sichtbar gemacht werden. Wir können aber außer den Vorgängen in dieser Abtastzelle auch jedes andere bewegliche Bild übertragen. Beispielsweise jeden beliebigen Tonfilm, und zwar durch unseren Fernton-Kinosender. Sie sehen und hören jetzt aus dem Kulturfilm. Verzeihen Sie, verehrte Zuschauer, dass ich so einfach in diesen doch so beschaulichen Film hineinplatze. Aber es ist nicht unsere Absicht, Sie hier und heute zu Bienenexperten zu machen. Wir möchten Sie bitten, in den nächsten 45 Minuten mit uns eine kleine Reise anzustellen. Versetzen wir uns mal gemeinsam in die Zeit, in der unser kleiner Einspielfilm hier produziert wurde. Eine Zeit, in der die Flimmerkiste wirklich noch eine Art Zauberkasten war. Was uns heute selbstverständlich überstieg, früher die Vorstellungskraft der meisten Zeitgenossen. Es war die Zeit einer ungeheuren technischen Revolution, insbesondere in den Bereichen, die wir heute als Massenmedien bezeichnen. Der Film war gerade den Kinderschuhen entwachsen und das Radio schickte sich an, die Wohnstuben zu erobern. Gleichzeitig war es aber auch eine Zeit von verhängnisvollen sozialen und politischen Umwälzungen. Die ersten, die die ungeheuren Chancen dieser Medien voll erkannten, das waren die Machthaber des Dritten Reiches. Goebbels spielte auf dieser Klaviatur, ich möchte sagen, hexenmeisterlich. Die Nation steht auf, das Volk ist im Erwachen. Aus jahrzehntelanger Duldsamkeit erhebt sich ein neuer deutscher Lebenswille. Schrecklich, wenn man das heute hört. Es ist kaum zu glauben, dass die Menschen sich damals durch sowas so intensiv haben beeinflussen lassen. Aber so war es auch kein Wunder, dass in Deutschland nicht nur Film und Hörfunk gleichgeschaltet wurden, baldigst, sondern dass die Nazis allen Ehrgeiz dran legten, als Erste einen regelmäßigen Fernsehprogrammdienst, so nannte man das damals, aufzunehmen. Insbesondere, weil die Engländer eigentlich genauso weit mit dem Fernsehen waren. Den Nazis kam dabei der Umstand entgegen, dass einige Pioniere der Reichspost und auch der Industrie sowie ein paar private Bastler, hier beispielsweise ein solches Bastlermodell, unermüdlich den Gedanken des Fernsehens verfolgten. Sie wurden meist von ihren Kollegen damals belächelt, denn das, was sie in den 20er und anfänglichen 30er Jahren auf die Beine brachten, war keineswegs vom optischen Eindruck her zukunftsträchtig. Auch nach der offiziellen Eröffnung konnte man mit diesem Fernsehbild keineswegs Start machen, wie wir gleich noch gemeinsam miterleben können. Das Medium stellte sich sperriger, als es den Nationalsozialisten recht war. Die Verwirklichung der Utopie, bewegte Bilder drahtlos zu übertragen, konnten auch sie nicht so schnell aus dem Boden stampfen, wie sie eigentlich wollten. Und ich möchte sagen, Gott sei Dank.
In den Köpfen der Menschen existierte dieser Traum des Fernsehens schon lange. Der Franzose Albert Robida beispielsweise beschrieb in seinem utopischen Roman Le 20e siècle, das heißt das 20. Jahrhundert, aus dem Jahre 1884 bereits wesentliche Programminhalte von heute. Sie sehen hier eine Abbildung aus diesem Buch, und zwar von einer Show mit einem Schuss Sex. Hier der Pantoffelheld, der Bildschirm und sogar hier unten der Lautsprecher. 1884 schrieb Albert Robida seinen Roman. Sinnigerweise erhielt im gleichen Jahr, 1884, aber auch ein Mann namens Paul Nipko ein Patent. Und Paul Nipko kann man wirklich mit Fug und Recht als Vater des Fernsehens bezeichnen. Das ist seine Patentschrift, er nannte sie elektrisches Teleskop. Paul Nipko war seiner Zeit zu sehr voraus. Das Patent verfiel, aber es fiel nicht in Vergessenheit. 44 Jahre später erlebte Nipko als pensionierter Ingenieur für Eisenbahnsignaltechnik den ersten Triumph seiner Idee. Auf der Berliner Funkausstellung 1928 wurde er zum ersten Mal mit seiner Erfindung konfrontiert. Hier seine persönlichen Eindrücke aus der damaligen Zeit. Das war 1828, anlässlich der Funkausstellung. Man hatte in den Zeitungen mit großer Reklame das Fernsehen angekündigt und da war auch ich neu, was man wohl zeigen würde. Der ungarische Konstrukteur Mihály spielte einen Empfänger mit meiner Lochscheibe vor. Die Fernseher befanden sich in dunklen Zellen und davor standen Hunderte und warteten geduldig auf den Augenblick, in dem sie erstmalig fernsehen sollten. Unter diesen wartete auf dich und wurde immer nervöser. Was ich 45 Jahre früher gedacht hatte, sollte ich nun erstmalig wirklich sehen. Endlich war ich an der Reihe und trat ein. Ein dunkles Tuch wird zur Seite geschoben und nun sehe ich vor mir eine flimmernde Lichtfläche, auf der sich etwas bewegt. Das war aber nicht zu erkennen. Nun, liebe Zuschauer, das war kein Wunder, denn mehr als Sie jetzt sehen, konnte Paul Nipko auch nicht erkennen. Wir haben hier einen besonderen Film eingelegt, und zwar den Blauen Engel aus dem Jahre 1930. Mit Marlene Dietrich, der ihr damals zu ihrer Weltkarriere verhalf. So, und wenn wir jetzt etwas aufziehen, dann sehen Sie, dass es damals sich keineswegs um einen Fernsehempfänger heutigen Zuschnitts gehandelt hat, sondern um einen mechanischen Apparat, den man wahrlich nicht ansehen konnte, dass damit bewegte Bilder übertragen werden könnten. Dies hier